Ja, liebe Katja, ich freue mich sehr, mit dir so ein bisschen zu deinen Herzensthemen zu sprechen. Und ich habe mir eines rausgesucht, in dem ich dich sehr wesentlich erlebe, und das ist die Begleitung und Entwicklung von Menschen. Ich habe dich immer sehr leidenschaftlich erlebt, den Menschen zu sehen, auch hier als Teilnehmer, als Teilnehmerin mit all den Möglichkeiten, mit all den Potenzialen. Und für mich warst du da immer Vorbild, auch wie hier Entwicklungsbegleitung stattfinden kann. Und findest du dich wieder in dieser Charakterisierung? Gerne. Ja. Ja, also ich bin schon jemand, der von einem meinen Rollen hier als Lehrtrainerin das so versteht, dass Menschen hier auch einen Raum haben, sich zu entwickeln. Na? Und so ein Curriculum ja nicht etwas ist, was man jetzt alle 2 Jahre in der Regel macht, sondern das wirklich ein ganz kostbares Format ist. Und insofern oft auch gewählt wird, intuitiv von Teilnehmern an Punkten, an denen sie auch bereit sind, ein Stück Entwicklung zu gehen. Na, also diese Fragilität oder dieses Suchen auch des Werdenwollens häufig auch zu einem Zeitpunkt kommt, wo man auch solche Orte des Lernens dann aufsucht. Na, und insofern wir da eine ganz kostbare Rolle haben, Menschen auch einen Container zu bilden, einen Container zu bauen, einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sie ja, ein Stück weit sich neu erfinden, weitererfinden können. Das, was ihnen möglicherweise auch im Weg steht, wo sie Energie verlieren, in einem geschützten Rahmen und trotzdem aber auch in einem fordernden Rahmen für sich dann weiterzuentwickeln und das einfach auch über ein Stück Wegstrecke dann begleiten zu können. Das würde ich schon gerne teilen. Wie zeigt sich das dann in deiner Arbeit, so also beispielhaft, sowohl als Lehrtrainerin als auch als Coach? Was ist sozusagen dein Stil? Ich meine, wir sind ja hier Konstruktivisten, ne, und so beschreibe ich eigentlich menschliche Entwicklung auch, ne, dass wir ein Stück weit uns selbst auch kreieren, ne, und die Form der Selbstkreation ja letztlich dann auch sich in Wirklichkeiten, in Interaktionen manifestiert und dann insofern verwechselt wird, als mit so bin ich, ne. Und insofern dieses Hypothesengeleitete, das wirklich das Spielen mit dem, wie kann man es auch noch sehen und Dinge zu erproben, sich zu verproben und damit auch neue Wirklichkeiten zu gestalten, das ist, was ich sowohl wesentlich natürlich hier im Curriculum trainieren möchte, na, also dass das mit zum eigenen Selbstverständnis und auch zum Handwerkszeug wird, aber dann auch in der eigenen Arbeit mit meinen Kunden, na, dass sie selbst für sich lernen, Wirklichkeiten da auch anders zu betrachten, Hypothesen zu bilden, damit dann auch zu arbeiten und dann auch neue Erfahrungen zu machen. Wie waren deine eigenen Lernwege? Wie bist du dahin gekommen? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich ganz vieles, was du jetzt sagen Stimmt. könntest. Aber so, was war so prägend für dich an der Stelle? Jetzt könnte ich viele verschiedene Erzählungen wählen. Na, also auch da kommt es so zum Ausdruck. Na, ich kann das jetzt als Tragik erzählen, als Komödie, als kritische Selbstreflexion. Ich versuche es mal vom Berufsweg her zu beschreiben. Ich bin ja nach dem Abitur, habe ich erst in der Bank gearbeitet, habe dort eine Banklehre gemacht und dann auch noch weitergearbeitet und weiß noch, dass ich damals eigentlich schon längst wusste, was ich mal werden wollte. Ja, und der Weg geht noch viel weiter zurück, eigentlich in die Schulzeit, in der ich einfach mal ein Buch gelesen habe und sofort mich darin spiegeln konnte. Das war eigentlich ein psychotherapeutischer Kontext und sofort so ein seelisches Bild entwickeln konnte. Das bin ich. Habe dann den Umweg über die Bank gemacht und dort eigentlich gelernt, wie viel Einfluss der Kontext auf das eigene Wirken, auf das eigene Selbsterleben, auf das eigene Kompetenzerleben hat. Ne? Und bin eigentlich sofort, als ich dann ins Studium gegangen bin, Psychologie studiert habe, hat mich diese Frage fasziniert. Ja? Wie finden Menschen eigentlich zu dem, was sie motiviert, was sie begeistert, was sie inspiriert? Ne? Und bin schon ganz früh auf diese Form der Karriereberatung gekommen oder auch wie können Menschen sich da beschreiben lernen und nach Orten auch gezielt dann suchen und kann man sie natürlich auch unterstützen? Also das war sicher so ein Strang, ne, von der eigenen Erfahrung her. Und der andere waren dann wirklich auch Menschen, die ich getroffen habe, ne, wozu der Bernd Schmidt sicherlich gehört, auch der Bernhard Trenkle gehört, die mich da wesentlich geprägt haben, ne, wo ich einfach gesehen habe, eine Profession, in der ich mich dann auch nochmal wirklich direkt spiegeln konnte und gedacht habe, das möchte ich auch. Was gibst du jüngeren Kollegen, gerade Teilnehmern, Teilnehmerinnen mit auf den Weg? So, was sind so deine, ich will gar nicht sagen Ratschläge, aber so Impulse, glaube ich, kriegt man von dir schon mit, auch
für die weitere Reise? Tja, das müsste man die Teilnehmer fragen. Ja. Das ist nicht so ein Katalog, ne? Also dass ich jetzt denke, das möchte ich so am Schluss mitgegeben haben. Ich bin eher jemand, der sehr passgenau, sehr situativ Räume sucht der Begegnung, ja, wo man wirklich auch einen Impuls mal setzen kann. Ne? Aber der Impuls ist kein geplanter, sondern einer, der in dem Moment dann eben in der Beziehung auch entstehen kann. Und ich glaube, wenn es gut gegangen ist, dann sind die Teilnehmer, wir arbeiten ja mit den Young Professionals hier, hier rausgehen und für sich eine Bestärkung fühlen, dass auf die Weise, wie sie das tun, sie wirksam sind, ne? Und sie gleichzeitig keine Angst davor haben, dazu zu lernen. Ne? Also dass es nicht was davon hat, ich muss mich schützen oder muss irgendwas zeigen, mich beweisen, sondern ich darf dazu lernen und ich darf vertrauen auf das schon vorhandene Potenzial. Der Blick nach vorne. Wo steht unsere Profession von Beratung und Coaching in 10 Jahren, aus deiner Einschätzung? Wenn ich jetzt auf den Coaching-Markt gucke, ich glaube, da haben wir eigentlich zwei Felder, die wir jetzt schon bedienen, die beide aktuell bleiben werden. Das eine ist einfach Coaching als Perspektive, Coaching auch als ein Instrumentenset zu verstehen, mit dem man wirklich Kultur schaffen kann in Organisationen und in dem man auch wirklich Kommunikation, Beziehungsgestaltung, wirklich auf eine Weise formen kann oder prägen kann, was wirklich auch zeitgemäß ist, ne? Also was wirklich auch eben nicht einer komplizierten, sondern einer komplexen Welt entspricht, ne? Und ich glaube, das Coaching als Maßnahme, also was ich zum Beispiel auch erlebe, ist, dass wir als Coaches auch eine Kompetenz haben, relativ schnell Problemlöseprozesse voranzutreiben, ja, und das sowohl in der Rolle als Coach, aber natürlich auch in der internen Rolle mehr und mehr von Bedeutung ist, ne? Also Menschen wirklich zu helfen, bestimmte Themen zu durchdringen und von anderen Perspektiven zu gucken und dann für sich wirklich auch wieder handlungsfähig zu werden. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, dass dieses Wissen, diese Kompetenz einfach in Organisationen noch viel mehr sich verankern kann. Ja, und also dem passt ja, dass du dann auch im Coaching-Curriculum in Zukunft arbeiten wirst als Lehrtrainerin. Und da kannst du, glaube ich, noch ganz viel auch deine Erfahrung als Coach mit einfließen lassen. Und darauf freuen wir uns alle sehr. Freue ich mich auch.